Hey Leute, willkommen zurück zu unserem Flug hier im Microsoft Flight Simulator 2020 mit diesem wunderschönen Bombardier CRJ-700 aus dem neuen Add-on von Aerosoft, Aerosoft Aircraft CRJ-550-700. Und der Flieger ist für den heutigen Flug von Lufthansa. Wir fliegen mit dem Flugzeug einen Ferryflug, also sind nur die Piloten an Bord, ohne Passagiere, ohne Cargo. Und zwar bringen wir den Flieger aus der Technik in Hamburg zum Flughafen von Kiew, Kiew-Boryspil, UKBB. Da fliegen wir heute hin. Und von dort aus, genau, geht der Flieger dann wieder in den Liniendienst, hat von dort aus beginnt seinen nächsten Linienflug. Wir nähern uns immer weiter unserem Zielflughafen, haben jetzt ungefähr noch 40 Minuten zu fliegen bis nach Kiew. Ihr seht es, 41 Minuten bis nach UKBB, noch ungefähr 240 nautische Meilen haben wir noch vor uns. Der Top of Descent ist hier bei der Zoom-Stufe auch schon gut zu erkennen. In etwas, ja, um die 140 nautischen Meilen würde ich mal grob schätzen. Genau, liegt der Top of Descent, wir haben es also nicht mehr weit bis nach Kiew. Werden bald den Sinkflug antreten und werden dann jetzt mal den Anflug für den heutigen Flug besprechen. So, dazu suche ich mal die Charts raus, weil wir werden gleich mal den Anflug ein bisschen anpassen. Dann, genau, rufe ich die jetzt hier gerade erstmal auf. Dann seht ihr hier die Charts, genau, für die ich ja hier Navdata Pro verwende, die ich ja, wie gesagt, jetzt hier ab jetzt und jetzt in den zukünftigen Videos immer so einblenden werde, die Charts. So, wir kommen rein. Über die Narnia vor Uniform Arrival für die 18 links, die 18 left in Kiew. Den Flughafen haben wir hier, Parallelbahn. Wir können uns mal kurz den Flughafen im Layout für die Bodenkarte angucken. Machen wir mal so Nord-Süd-Ausrichtung. Dann passt auch alles vom Text. 18 left, 18 links. Wir kommen also von Norden nach Süden gelandet. 4000 Meter Bahnlänge, 60 Meter Breite haben wir. Wir werden später parken hier auf Apron Delta und planen hier Alpha 4 zu verlassen. Das ist ein relativ entspanntes Taxi, Alpha 4 rechts rum über Bravo und dann Charlie 4 oder so, Charlie 5 aufs Vorfeld. Wir haben hier noch Hotspot 5, HS5 steht für Hotspot 5, haben wir hier Exercise, oder wie man es ausspricht, keine Ahnung. Das ist doch Exercise, keine Ahnung. Caution when crossing intersection, Taxiway Bravo. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt für uns überhaupt so zutrifft, da wir hier rumrollen. Auf jeden Fall soll man da irgendwie genauer aufpassen, wenn man da den Taxiway irgendwie... Das, heißt das wirklich Exercise? Ich weiß gar nicht. Oder ich verlese mich jetzt einfach da gerade. Ne, auf jeden Fall gehe ich mal nicht davon aus, dass es uns so betrifft. Wir rollen auf jeden Fall hier rechts rum. Dann zum Apron Delta. Genau, wenn ihr mal hier in die AOIs reinguckt, können wir kurz mal reingucken, was uns fürs Arrival betrifft. Genau, wir haben Indicate Airspeed maximal 250 Knoten, ganz normal, Below Flight Level 100, in Delta und Golf. Dann haben wir hier noch diese Speed-Vorgaben zwischen 10 und 6 Meilen 080 und zwischen 6 und 4 Meilen 160 und so weiter und so fort. Genau, zu Communication brauchen wir uns nichts anzugucken. Wir haben wir jetzt keine ATC-Communication. Was ich eigentlich rausholen wollte, ist dieses hier, die Minimum Runway Occupancy Time, also wie lange man die Piste maximal belegen soll. Und hier steht, dass wir fliegen am Medium Aircraft heute. Wenn wir auf der 18 Left landen, soll man über Alpha 4 die Piste verlassen. Genau, was wir auch, wie gesagt, planen und eigentlich ganz gut möglich sein soll, ist nach der Hälfte der Bahn. Das sollten wir mit dem Flieger, denke ich mal, gut hinbekommen. So, ich mache das Ganze mal kurz ein bisschen kleiner wieder, dass wir hier nochmal kurz beim Flieger vorbeigucken. Aber da sieht soweit alles noch gut aus. Ist noch Zeit bis zum Sinkflug. So, das war jetzt erstmal kurz, um mal hier die Sachen am Boden anzugucken. Und jetzt kommen wir mal uns den Anflug genauer an. Wir machen, genau, eine Arnav Star nehmen wir für die 18 Left, die Narnia for Uniform Arrival. Wir kommen rein über Narnia. Da dürfen wir nur Flight Level 110 at or above sein, also diese Höhe und nicht tiefer. Genau, steht jetzt hier auch so drin. Seht ihr hier mit dem A, steht hier auch als Restriction drin, FL110 A für at or above. Diese Höhe sollen wir da haben. So. Dann geht es weiter über Bravo Bravo 470 und ihr seht halt diese komischen Höhen hier. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, weil in Kiew oder in der Ukraine generell, ich weiß nicht, wie das sonst so in osteuropäischen Ländern ist, kann sein, dass in Russland nämlich auch so ist, ich weiß es aber nicht genau, dass man da eigentlich mit Metern arbeitet und nicht mit Fuß. Und deswegen gibt es hier auch, wie ihr seht, diese Umrechnungstabelle, dass zum Beispiel dann halt, was haben wir, 4930, haben wir jetzt zum Beispiel hier diese Restriction, wären dann in Metern 1500 Meter und das sind halt gerade Umrechnungszahlen und wir würden dann einfach wir nehmen einfach 5000 Fuß dann, weil wir können den Flieger nicht umstellen auf Meter, um halt, weil 4900 wäre zu tief und deswegen machen wir 5000 Fuß und dann sind wir ungefähr bei 1500 Meter.
wir haben ja noch hier jetzt mal die Meta-Anzeige uns eingeblendet, aber trotzdem eintragen tun wir trotzdem Fuß, weil das geht halt nicht anders. Ich wüsste jetzt nicht, dass man das irgendwie umstellen kann im Flieger. Genau. So, und dann haben wir jetzt diese ganze Transition hier drin, die werden wir später ein bisschen abkürzen. Müssen mal gucken, ob wir einfach nach 464 direkt nach 438 fliegen, um nicht diese ganze Kurve zu fliegen, weil das würde schon ziemlich viel Zeit brauchen. Das werden wir gleich im Bordcomputer noch rauslöschen, dass wir bis 464 fliegen und dann direkt 438 nehmen als nächstes. Genau. Dann lass uns das auch am besten jetzt direkt mal machen. Also gehen wir mal hier wieder Richtung Bordcomputer und ändern das Ganze. Damit wird sich eventuell nämlich auch der Top of Descent verschieben. Wir gehen also auf die Legs-Page, gehen jetzt hier durch. Genau, dann haben wir hier 464. Und dann wollen wir erst als nächstes direkt nach 438 fliegen. Das heißt, wir wählen hier 438 aus. 462 ist der nächste Wegpunkt nach 464. Das heißt, wir klicken dahin. Und jetzt gucken wir nochmal kurz nach, dass wir das mit der Modification, ob wir das so lassen. Ich gucke selber einfach, ich blende jetzt mal die Charts kurz nicht ein. Genau. 46, gehen wir noch eine Seite zurück. Wir haben jetzt hier 464 und dann müsste direkt 438, 436 kommen. 438, 436, genau, und dann Lace Off. Das können wir so bestätigen. Machen jetzt also Execute und das passt. So, hier haben wir noch eine Unterbrechung, eine Discontinuity, sehe ich gerade. Kann sein, dass die dadurch jetzt gekommen ist. Wir machen hier mal Lace Off. Uns ist die vorhin nicht aufgefallen. Ich glaube, wir hatten aber nach Unterbrechungen geguckt, oder? Ich bin mir aber selber gerade nicht mehr ganz sicher. So, dann haben wir jetzt hier Lesoff wieder. Ich glaube, das hatte ich euch aber schon mal gezeigt, weil das mit Vectors und so haben wir nicht. Wir fliegen direkt die Route so ab, machen so Execute. So, jetzt haben wir noch, seht, guck mal, wie die Zeit jetzt hier deutlich kürzer geworden ist. Haben wir nur noch 21 Minuten bis nach Kiew. So. Der Flieger hat auch schon wieder ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Muss man immer die ganze Zeit gucken. Wir lassen jetzt mal mit der Schubeinstellung, so wie es gerade ist. So, so viel dazu. Top of Descent, seht ihr, kommt jetzt in 80 nautischen Meilen, hat der Flieger jetzt hier schon schön berechnet. Für den Descent, das wird gleich wie folgt aussehen. ILS-Anflug, das sprechen wir gleich. Wir machen mal kurz mit dem Descent das erstmal, weil das kommt jetzt schneller, als dass wir aufs ILS gehen. Da gibt es hier die Direct-Taste. Da könnt ihr jetzt ein Direct machen und so weiter. Ihr könnt das aber auch noch für was anderes Schönes nutzen. Und zwar, seht ihr, hier sind ja so Höhen drin. Und wo der Flieger plant, auf der Flugstrecke dann auf der Höhe zu sein. Wir wissen, dass wir Lesov genau, in 4000 Fuß, beziehungsweise noch besser Fox 1818 links in 2900 Fuß überfliegen wollen. Das ist eine ganz gute Anpassungsnähe, an der wir uns orientieren werden. Beziehungsweise wir werden erstmal 4000 als Höhenrestriction einstellen, würde ich sagen. Werden aber mit der Sinkrate runtergehen. Und zwar seht ihr hier oben drüber eine Zahl mit einem Pfeil nach unten. Das steht für, wenn ihr jetzt sinken wollt, zu dem Punkt, auf diese Höhe, dass ihr an dem Punkt diese Höhe habt, müsst ihr ab jetzt mit dieser Sinkrate sinken, dann werdet ihr an dem Punkt diese Höhe haben. Und das ist eine ganz gute Orientierung für den, weil wir werden über Vertical Speed sinken, werden uns also den VS dann eindrehen und würden jetzt 1200 Fuß pro Minute eindrehen und dann würden wir, wenn wir so weiterfliegen auf der Route, wie sie aktuell drin ist, dann genau bei Fox 18 links die 2900 Fuß haben. Das ist eine ganz gute Orientierung und danach werden wir dann jetzt einfach gleich sinken. Wir haben ja Nanye Flight Level 110A, also at or above. Wenn wir hier reingucken, steht hier Flight Level 193 zum Beispiel drin. Das passt aber, da muss jetzt nicht 110 drin stehen, weil das heißt ja at or above, also diese Höhe oder höher. Wenn da jetzt ein B drin dahinter stehen würde, heißt das at or below, müssten wir also 110 haben oder tiefer sein. Dann würde hier aber auch Flight Level 110 stehen. Dann würden wir uns erstmal an der Höhe orientieren, würden erstmal gucken, dass wir Nanye in Flight Level 110 oder tiefer überfliegen und uns danach die nächsten Sinkraten für die nächsten weiteren Streckenverläufe, Wegpunkte angucken. So, genau, so viel dazu. Wir zoomen nochmal eine Range-Stufe rein. Beziehungsweise, bevor wir das machen, gehen wir nochmal kurz auf die Flight Plan Page. So, zoomen da trotzdem auch nochmal ein Stück rein. Und genau, haben jetzt Barbun überflogen. Schade, dass man den Flieger da nicht sieht. Dass man nochmal da auch sehen will, wo man ist. Genau, fliegen dann hier weiter. Nanye. Und dann halt diese etwas abgekürzte Transition. Genau, um dann nicht zu knapp über Lesoffs auf ILS zu gehen. Die Höhen seht ihr hier auch nochmal alle angegeben. Hier dürfen wir dann maximal 220 haben. Das können wir uns nochmal kurz in der Chart angucken. Das blende ich euch nochmal kurz ein. Genau, wir überfliegen Gilev. Genau, die habt ihr hier schön in der Ecke. Dann können wir eigentlich das so machen, dass ihr dieses FMS seht und die Chart. Genau. Wir überfliegen Gilev, haben wir hier. Jetzt hat aber die Maus. Genau. Gilev haben wir hier. Muss mich ein bisschen anders mal machen. So. Also Gilev haben wir hier. Da sollen wir, wie es hier auch drin steht, 3937 steht jetzt hier drin, at or above.
der Chart steht 3940, also passt ja ungefähr. Und hier steht dann auch Höhe mit der Geschwindigkeit maximal 220 Knoten, wie es auch in der Chart drin steht, mit 220 und dann der Höhe, die wir da nicht tiefer sein dürfen. Und dann fliegen wir halt diese Kurve hier noch aufs Final. Genau. So. So viel dazu. Wir gehen mal wieder in unseren normalen Modus. Und zoomen aber jetzt mal auf, genau, was war das? 80er Range, genau, dann haben wir nämlich den Top of Descent schon drin. So, das haben wir damit erledigt. Was wir jetzt machen können, ist mal alles sonst für den Descent vorbereiten und dann sind wir, wenn der Top of Descent erreicht ist, soweit für den Sinkflug und können auch dann dementsprechend das ILS dann machen. So, was mir an der Stelle noch auffällt, ich habe noch gar nicht das Replay-Tool gestartet, das mache ich mal schnell und dann melde ich mich gleich wieder zurück. So, das Replay-Tool ist jetzt aktiviert. Ich werde die sofort wiederholen und trotzdem erst später dann starten, wenn wir im Anflug sind, weil dann muss er erst aufzeichnen. Aber damit ich es später nicht vergesse, habe ich das Tool jetzt hier schon mal geladen. Flight Control Replay benutzen wir für den heutigen Flug. So, lass ich mal kurz gucken. Für den Descent haben wir, genau, können dann im Moment noch warten. Dann können wir, eigentlich müssen wir die jetzt gar nicht, weil jetzt haben sie eh noch an, ne? Die Seatbelt Signs bräuchten wir heute eh nicht, da wir eh keine Passagiere an Bord haben, aber einfach mal Übungszwecken, dass wir daran noch so denken. Wollte ich es mal benutzen, aber ihr seht, ich habe es auch schon wieder ganz vergessen, die auszuschalten. Wir werden erstmal 290 Knoten im Descent haben, da können wir mal hier kurz auf der VNAV-Page gucken. Auf der Descent-Page planen wir erstmal mit 290 zu sinken und dann unter 10.000 Fuß mit 250, beziehungsweise später müssen wir halt dann gucken, dass wir maximal 220 fliegen. Aber das haben wir ja nochmal schön als Erinnerung hier an den Wegpunkten uns ja angezeigt. Genau. Wir können die Speedbugs uns gerade schon mal setzen für bei Performance. Wir haben eine Landegeschwindigkeit von 125 Knoten. Wobei wir da dann nochmal 5 Knoten ungefähr draufrechnen, also ungefähr 130 landen wir heute. Tragen jetzt aber hier erstmal, jetzt haben wir hier schon WT drin stehen. VT ist 184, können wir schon mal eindrehen. Genau. Die Target und dann drehen wir hier wieder auf Reference. Machen hier Select, Select, Select. Weil, warte mal, wieso macht er denn jetzt interessanterweise, wieso geht es mit VREF jetzt nicht? Na, tragen wir mal VREF 105, mal gucken, was wird der. Man kann jetzt hier auch auf Set drücken, jetzt weiß ich aber selber gerade nicht mehr, wieso geht denn das jetzt nicht? Normalerweise müsste man doch jetzt mit VREF oder was mache ich falsch? Mit hier mit Select auf VREF kommen, keine Ahnung wieso. Na gut, ich habe es jetzt mal hier über Set, einfach über die Set-Taste gedrückt, müsste jetzt auch drin stehen. So. Heading Bug mal wieder ausrichten, genau. Mal gucken, ob ich mir das bei dem Flieger angewöhne oder nicht, weiß ich nicht. Dass man nach jedem Turn immer den Heading Bug gerade ausrichtet, so wie es halt auch in echt gemacht wird, ist noch so eine kleine Sache, die man noch so machen kann, weil es wie gesagt in echt auch so gemacht wird, aber halt keine Pflicht, kein Muss. So, Top of Descent mittlerweile schon 40 nautischen Meilen. Genau. Können ja schon mal die Descent Checklist lesen. Descent Checklist. Landing Elevation, die können wir mal einstellen. Dazu rufen wir mal wieder die ECS-Page auf. So, aktuell stehen noch die 40 Fuß von Hamburg drin. Lasst uns mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Gucken nochmal auf die Kiew Ground Chart. Unten links in der Ecke wieder. 427 Fuß ist die Landung Elevation, also drehen wir irgendwas um die 420 ein. So, dann wir die Chart mal wieder aus. Und drehen erstmal ein bisschen hier am Drehrad. Und dann sind wir schon bei 220, müssen wir jetzt ab und zu mal gucken. Ihr könnt ja mit Alt-GR-Taste und dann auf die Bildschirme drücken, könnt ihr euch die Bildschirme ja hier in so einem extra Fenster so groß darstellen lassen. Wenn ich es aber mit dem Aufnahmeprogramm jetzt, ich nehme jetzt mit OBS Studio auf der Spielaufnahmeversion aufnehme, dann wird es leider nicht mit aufgenommen, deswegen müssen wir jetzt mal hier hoch und runter gucken, geht ja auch so. So, das ist drin, wunderbar. Landing Elevation Set Fuel ist checked. Wir haben noch 2150 Kilo an Bord. Auf der Progress Page haben wir auch noch genug am Zielflughafen, passt. So, TCAS ist set. Auf Automatik, also genau, above und below, passt. So, Radar bleibt off, CAS ist checked, keine Warnung, Landing Data ist set und Approach Briefing haben wir sozusagen completed, es fehlt nur das mit dem ILS, das können wir uns jetzt gleich langsam mal drum kümmern eigentlich schon.
Top of Descent nähert sich immer weiter. Mittlerweile sind es nur ungefähr 30 nautische Meilen. Wir können dann gleich schon mal, wie gesagt, wir machen erstmal 4000 Fuß. Beziehungsweise bis wir Narnia überflogen haben, könnten wir auch erstmal als weiteren Restriction für uns, tragen wir mal erstmal Flight Level 110 ein, dass wir auf jeden Fall nicht, dass am Ende die Sinkrate doch auf einmal zu hoch ist, wovon ich jetzt nicht ausgehe, weil ihr seht, wenn wir mit der Sinkrate jetzt gleich sinken, aktuell ist der Plan damit was? Mit 2000 Fuß, dass wir hier überall, steht überall 2000 Fuß drin, 2100 Fuß, 2000 Fuß ungefähr, und ihr seht auch 2000 Fuß sagt er hier auch für Nani, und dann würden wir Nani in 193 überfliegen, also schaffen wir es nie unter diese 110 zu kommen, aber als Sicherheit drehen wir uns im Autopiloten auch nochmal Flight Level 110 ein, bis wir Nani kurz davor sind, beziehungsweise überfliegen, und dann passt das. So, ihr seht, Top of Descent in 3 Minuten, 27 nautischen Meilen, also drehen wir jetzt erstmal Flight Level 110 ein, machen aber sonst erstmal noch nichts. So, genau, dann hat er nämlich erstmal diese Höhenrestriktion. Und werden dann auch in Kürze dann auf Indicate Airspeed umschalten. Bleiben wir jetzt erstmal noch bei dem Mach. Und müssen natürlich jetzt gleich den Schub rausnehmen, weil er, wie gesagt, der Flieger ja keinen Autofrust hat. Damit das mit der Schubkontrolle, damit er jetzt nicht dann zu schnell wird. Genau. Und jetzt gucken wir nochmal hier schon mal. Gehen wir ruhig auf die Page für, wo wir FF18 links haben. Also 2000 Fuß. Vielleicht jetzt 2100, irgendwas in dem Dreh. 2200, irgendwas in dem Dreh dann werden als Sinkrate. So, hier rechts gehen wir wieder auf die Status-Page. Genau, Landing-Checklist, Descent-Checklist ist damit completed. Genau. Was wir uns gleich mal machen können, ich weiß nicht, wie es gleich unter den Wolken sein wird, können wir uns ja mal das Integrated Light hier mal anmachen. Eigentlich auch ganz cool aus, finde ich ja immer. Die Hintergrundbeleuchtung von den Panels. Aktuell ist ja eigentlich sehr jetzt finde ich es noch hier oben nicht, hat es doch letztens noch gefunden. Aktuell ist eigentlich noch sehr natürlich noch sehr hell, aber mal gucken, wie es gleich unter den Wolken ist, ob wir das dann vielleicht da brauchen. Genau, das ist oben jetzt sogar doch schon mit irgendwie angegangen. Ah ne, hier ist es, genau. Das Overhead Panel. So. Top of Descent, 1 Minute. Da vorne kommt er. Genau, suchen wir nochmal eins ran. Und mit Spannung sozusagen erwarten wir hier richtig den Top of Descent. So, und dann, genau, Wing und Cole NTI ist es noch an. Wir gehen auch gleich wieder durch Wolken, deswegen lassen wir es jetzt auch an. Und, jetzt sind noch ein paar nautische Meilen. Dann sind wir am Top of Descent. Und dann können wir wieder, dann werden wir uns ums ILS kümmern mit der Minimums eintragen und so weiter. Das Ganze mal machen. Und dann haben wir dann gleich unser Approach Briefing fertig. So, jetzt haben wir den Wegpunkt Borat überflogen. Jetzt geht es weiter nach Narnia. Wir können ja jetzt eigentlich auch schon mal in Descent einleiten, muss es jetzt nicht zu pingelig machen. Jetzt hat er 2400 Fuß als Vertical Speed drin, also wir gehen auf VS, Vertical Speed, und dann drehen wir hier mal, jetzt hat er es drin, Vertical Speed, und drehen hier nach Down. Ihr seht hier im PFD oben links den Vertical Speed, jetzt sind es 2000 Fuß, 2.0 steht für 2000 Fuß, und wir machen jetzt 2500, also 2.5, aber immer 2 Nullen noch hinten dran hängen. Genau. So, gleichzeitig nehme ich jetzt mal ein bisschen Schub schon mal raus. Das sind jetzt nur noch 11 Minuten bis nach Kiew. So. Und das ist der ganze, die ganze Sache schon hier mit, dem Dings. So, jetzt zeigt er mir interessanterweise TCAS off. Da bist du doch eigentlich on und Auto-Modus. Keine Ahnung. Also wenn ihr damit noch Tipps für mich habt, gerne ab damit in die Kommentare. So, wir sinken schön. Das passt, wie gesagt, erstmal mit Level Restriction Flight Level 110 in Narnia, was wir aber auch in 3 Minuten überfliegen. So, dann gucken wir uns kurz meinen ILS Approach an. In Kiew, 18 links, wir kommen rüber, über Lesov kommen wir rein, das ist der Punkt hier, 3940, nicht tiefer.
Dann haben wir das Ganze hier nochmal als seitliche Ansicht. Hier kommen wir mit 3940 rein. Wir werden es am Ende 4000 Fuß werden es bei uns sein. Und dann nochmal versinken, beziehungsweise wahrscheinlich hier das ILS schon kriegen auf der Höhe. Der Gleitweg ist ja hier sozusagen eine Verlängerung mit 3 Grad. 176 haben wir als Frontkurs. Und genau, geht hier rein auf die 1,8 links. Und ungefähr 4000 Fuß werden wir dann kurz hinter Lesow, genau bei 15 Meilen entfernt von dem Boryspil VOR-DMI, werden wir dann das ILS intercepten. Und hier runter gehen. Leider habe ich jetzt auch nicht verstanden, weil from initial approach fix Lesow können wir anscheinend auch in der Höhe fliegen, gehe ich mal von aus. Und das andere ist irgendwie, steht noch authorized for simulated approach, simultaneous approaches. Deswegen keine Ahnung, wie das von Höhen passt, aber wenn wir später mit 4000 runtergehen, müsste eigentlich auch passen, dass wir gut aufs ILS und Lesow kommen. Und dann ist der Missed Approach der hier, dass wir geradeaus fliegen über Boryspil. 1970 Fuß, Linksturn, Bearing 104 to Charlie Yankee, Chervonji. Und genau. Und dann hier ins Holding gehen und sonst nochmal einen Anflug versuchen, aber das sollte hoffentlich beim ersten Mal gleich klappen. ILS-Frequenz, die 111,3, die tragen wir gleich ein und Minimum ist für uns 630 Fuß. Genau. So, dann blende ich die Charts mal wieder aus. Wir tragen das Ganze ein. Das ist die 111, hatten wir gesagt. Jetzt seht ihr hier auch nochmal schön dieses Sternchen. Das sagt uns auch vom unseren VNAV PAF zeigt das an. PAF zeigt das an. Und ist, dadurch, dass das Sternchen jetzt etwas über dem horizontalen Strich ist, sind wir also jetzt 1 Grad unter dem normalen Sinkpfad. Also sind schon ein bisschen stärker im Sinken, als es so vom optimalen Pfad wäre. Aber passt damit ja alles wunderbar. So, wir schalten mal um auf Indicate Airspeed, wobei das hat er sogar schon selber gemacht. Wir fliegen gerade mit der Speed-Einstellung wunderbar, 92 Knoten. Genau, müssen nur gleich gucken, dass wir 220 gleich, also werden ab Narnia schon mal gut reduzieren, dass wir 220 sicher am nächsten Wegpunkt dann haben. Bravo, Bravo, 470. Wobei ist das dann Bravo, Bravo, 470? Ich dachte, da kommt erst danach dieser, ich muss selber mal kurz die Charts aufrufen. Genau, Bravo, Bravo, 470 und danach kommt Gilev und Bravo, 468 ist dann, also der, genau, dann kommt noch Gilev und dann, danach müssen wir diese Speed Restriction haben. Aber von der Höhe sollten sie dir, sollten wir da gar kein Problem, sollte es irgendwie darstellen. So, wir hatten gesagt, wir tragen mal kurz die ganzen Sachen ein, wie die ILS-Frequenz, das ist wie gesagt die 111,3, die kommt hier ins NAV-Feld, klicken mal hier drauf in den Standby und tragen hier 111,3 ein, also 0,3 und vorne 111 und dann nochmal hier drauf zum Switchen auf Active. Und dann wird das später hier dann schon angezeigt mit dem Localizer und dann passt das. So. Jetzt ganz gut, dass wir hier sogar ein bisschen die Beleuchtung anmachen. Seht ihr, welche Wolken fliegen, wird hier etwas düster jetzt hier im Schatten. So. Ich nehme meinen Schub ganz gut raus, dass wir fast mit eher schon Richtung Idle kommen. Machen wir schon mal ein bisschen Speed up. Sieht jetzt alles sehr voll da vorne aus. Wir lassen uns das trotzdem nochmal an, einfach als Reminder für die Höhen und so weiter. Gleich, wenn wir näher dran sind, können wir auch näher ranzoomen, dann ist das nicht mehr ganz so krass voll. So, und Minimum sollten wir uns noch eintragen. Das sind 630 Fuß. Das machen wir ganz, machen wir hier drüber. Wir machen das mal kurz weg. Hier schalten wir auf MDA, Minimum Descent Altitude. Drücken einmal rein, dann erscheint es hier oben. Und dann drehen wir mal hier lang, bis wir da die 630 Fuß haben. So. Passt das so? Wunderbar. Sehr schön. So, Narnia kommt näher. Flight Level 110. Sind wir locker drüber. Sieht gut aus. Wir können jetzt auch unseren Vertical Speed ständig anpassen. Ihr seht jetzt, wenn wir Fox 18L in 2900 überfliegen wollen, beziehungsweise vielleicht können wir uns auch eher an Lesow orientieren mit 4000, weil da sollten wir auch schon aufs ILS kommen, wie wir in der Chart gut erkannt haben. Reicht das ja, wenn wir mit 2400 Fuß jetzt weiter sinken, dann haben wir die 4000 in Lesow bei unserem aktuellen Flugweg. Also ändern wir das einfach mal eins zurück. Wir sind eh, wie ihr seht, gut unterm Gleit. So, Schub mache ich jetzt mal schön auch komplett auf Idle, weil ihr seht, der wird schon nicht wirklich gerade langsamer. Eventuell müssen wir gleich auch mal kurz mit den Speedbrakes nachhelfen. Narnia schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr unter Flight Level 110. Also lasst uns mal die nächste Höhe eindrehen. Kurzer Blick auf die Charts. Nochmal für die Höhenrestrictions. Nehmen wir mal 5000 für Bravo Bravo 470. Genau, also drehen wir jetzt hier bei Altitude 5000 ein.
So, und Transition Level müssen wir mal gucken, dass wir dann gleich irgendwie mal umschalten auf eine andere Höhe. So, ich lasse jetzt einfach mal Idle Power. Ihr seht, der wird langsam, langsamer. Und dann sollte das ganz gut passen, dass wir die 220 dann bei gegebener Zeit haben. Wobei wir eh die Sinkrate nochmal ein gutes Stück rausnehmen können. Ihr seht, jetzt sagt er hier Lesov sogar nur noch mit 2100 sinken. Also, damit wir nicht so früh dann schon Level aufmachen müssen, können wir ruhig mal jetzt die Sinkrate ein bisschen rausnehmen. So, blinkt wieder, nächster Wegpunkt überflogen. Es geht jetzt 18,3 Meilen nach Bravo Bravo 470. So, genau, soweit alles besprochen. Mega cool jetzt gerade hier aus mit diesen Wolken und so weiter. Genau, ist übrigens Big and Bold als Wetter Preset von Weather Presets Pro. Da sind echt immer schon einige coole dabei. Das ist jetzt hier, wie gesagt, Big and Bold. Sieht echt mega cool aus. Jetzt geht es mitten durch die Wolken, wir haben NTIs an. Lampen sind hier im Flieger auch an. Sehen wir alles gut. Kommen auch gleich unter den 10.000. Lass uns schon mal Landing Lights anmachen, bevor wir es vergessen. Genau. Soweit, so gut. Ja, wie ihr seht, fliegt sich eigentlich recht gut der Flieger mit dem Descent. Lässt sich auch gut machen über den Vertical Speed, finde ich. Also, wenn man sich so ein bisschen in den Flieger eingearbeitet hat, da kommt man auch, finde ich, ganz gut zurecht. Auch wenn man halt da jetzt zum Beispiel keinen Autofrust hat und auch kein VNAV hat, was einen so runterbringt wie in einem wie in der 737 zum Beispiel. So ein bisschen Schub kann ich sogar schon mal wieder nachsetzen. Sonst sind wir gleich sehr früh, sehr langsam. Das muss ja auch nicht sein. Genau, und kommen gleich unter die 10.000 Fuß. Schauen wir gleich, wenn wir Flight Level 100 durchfliegen, das mal umstellen. Wir können beim Speedbug schon mal 220 eindrehen, einfach auch als Orientierung. Wenn wir jetzt so 20 Speed drücken würden, dann würde er die Nase so nehmen, dass, also würde die Nase wieder hochnehmen, damit er mit der eingestellten Schubeinstellung 220 nimmt. Aber wir drehen es einfach nochmal ein, dass wir einfach nochmal so eine Markierung haben, so als Erinnerung. Speedbug auch nochmal hinterher, Headingbug hinterher setzen. Einfach nochmal so als Erinnerung, welche, wo was man so anpeilt, dann sieht man das nochmal so besser fokussiert, genauer, finde ich. Als Reminder. So, wir gucken mal, wir sind ja, so steht schon, Lock will be tuned. Wir sind ja, wie ihr seht, hier deutlich unter dem Stern. Der sagt hier auch, wir brauchen gerade für Fox 18L, beziehungsweise Lesov nur 1700er Sinkrate. Also wir können, nehmen wir ruhig mal, machen wir mal 1500 Sinkrate. Wobei da mit dem Stern, also immer noch ein Dot above. Wir sind immer noch ein Dot below, jetzt wechselt es schon wieder. Also kommen wir gut hin mit der Sinkrate. Können jetzt aber doch mal einen Schub nochmal ein Stück rausnehmen, weil, genau, es kommt gleich Gilev. Und danach, genau, fliegen wir schon die Transition, dann ist es auch nicht mehr weit zum Flughafen. Ja Leute, das war's damit an der Stelle schon wieder von dieser Folge hier. Im nächsten Teil ist es dann soweit, dann werden wir in Kiew landen. Also schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge auch wieder rein. Bis dahin, vielen Dank euch fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein, euer LineGamer1, ciao.